Hallo, ich heiße Pega und heute möchte ich euch Blessmanity vorstellen. Blessmanity ist eine Non-Profit-Organisation, die für Blessed Humanity steht, gesegnete Menschlichkeit. Wir stehen für eine positive Einstellung zur Menschheit und zur Welt. Wir wollen durch unsere Handlungen und Bemühungen dazu beitragen, eine positivere und unterstützende Welt für alle zu schaffen. Unsere Vision bei Blessmanity ist es, weltweit Brücken zu bauen. Inspiriert von meiner persönlichen Reise und meiner Bindung zu Sansibar, streben wir danach, die erste Brücke zwischen Deutschland und Sansibar zu schlagen. Unsere Projekte reichen von modernen Lernmaterialien bis zur Verbesserung von Schulinfrastrukturen. Wir organisieren Workshops, die Kreativität fördern und bieten Mentoring-Programme an, um die persönliche Entwicklung jedes Kindes zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit unserer großartigen Gemeinschaft von Unterstützern streben wir danach, Bildungslücken zu schließen und eine hoffnungsvolle Zukunft für die Kinder zu gestalten. Wir sehen es als unsere Mission, als privilegierte Menschen, die freien Zugang zu jeglicher Bildung hatten, Kindern diese Tür auch zu öffnen. Wir sind überzeugt, dass Bildung der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft ist. Mit großzügigen Spenden und engagierten Unterstützern verwirklichen wir inspirierende Projekte, die die Bildungschancen für Kinder erweitern und Schulen stärken sollen. Bildung öffnet Türen und ermöglicht Kinder, ihre Träume zu verwirklichen. Jedes Kind verdient die Chance, zu lernen, zu wachsen und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, Bildung zugänglicher zu gestalten und eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder ihr Wissen erweitern können. Werde ein Teil unserer Mission. Jede Spende, jede Form von Unterstützung trägt dazu bei, dass Kinder und Schulen die Unterstützung erhalten, die sie verdienen. Gemeinsam verändern wir Leben und formen eine Welt, in der Bildung für jedes Kind zugänglich und bedeutsam ist. Schließe dich uns an, lass uns gemeinsam die Macht der Bildung entfesseln.